Yo, Bros, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich bin eine Marktmaschine, ist heute nicht dabei und im Hintergrund seht ihr ein Bed Wars Gameplay auf der Map meiner spielt von mir. Ich habe heute ein paar kleine Themen, ist so ein Infovideo wie das letzte, eigentlich grundsätzlich gesagt. Ich weiß gar nicht, was ich in dem letzten angesprochen habe. Ich bin ziemlich vergesslich, aber ist auch egal. Auf jeden Fall kommen wir direkt zum ersten und wichtigsten Thema. Das ist nämlich mein Mikrofon. Das rauscht immer noch. Es liegt an meinem PC. Ich werde meinen PC in die Reparatur bringen. Darum werden keine Videos mehr kommen ab Montag. Das ist für euch heute. Für mich ist es morgen. Dann werde ich nämlich meinen PC in die Reparatur geschickt haben und hoffen, dass die, ich sage jetzt nicht Spezialisten, das Problem repariert haben oder behoben haben. Das ist wichtig für mich, damit ihr nicht nur eine gute Videoqualität, sondern auch eine gute Audioqualität von mir zu sehen bekommt. Und das ist halt blöd, die schlechte Audioqualität, das nervt mich. Liegt aber halt an meinem beschissenen PC, wo ich richtig stolz drauf bin, auf dieses Drecksteil. Auf jeden Fall ist das eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe. Ist halt jetzt blöd, dass keine Videos kommen. Aber ist halt jetzt nicht zu ändern. Gut, dann das zweite Thema ist, und ich werde euch jetzt ein Bild einblenden. Das, was ihr jetzt seht, ist ein SCUF-Controller. Ihr seht auf dem linken Bild einen SCUF von vorne und auf dem rechten Bild einen SCUF von hinten. Ist ein PS4-SCUF, PS4-Controller. Ihr seht auf dem rechten Bild, von wo der Controller von hinten abgebildet ist, zwei Pedals. Das sind diese schwarzen Dinger, die beschrieben sind mit Optik. Das Optik ist optional, das liegt am Controller, was von Optik ist, das ist ein COD-Clan, aber das spielt gar keine Rolle, denn es geht ja um den Controller. Dieser Controller hat, wie gesagt, diese Pedals und das sind zwei zusätzliche Knöpfe, das ist vollkommen legal, das Ding, sonst könnte man den ja nicht einfach so kaufen. An irgendwelchen Call of Duty Weltmeisterschaften oder sowas, die letztens auch waren, spielen die Leute auch mit ihren SCUF-Controllern. Das macht einen einfach schneller. Und zwar kann ich euch, mache ich jetzt nicht, wenn ihr wissen wollt, was so ein SCUF wirklich macht, könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben, dass ihr das wissen wollt, oder einfach eine positive Bewertung da lassen, wenn ihr das wissen oder hören wollt von mir. Ist einfach ein krasser Unterschied von so einem SCUF-Controller zu einem normalen Controller. Und darum werde ich mir auch so einen zulegen. Also, das wäre jetzt das zu diesem Controller. Die Bilder sind wieder weg und wir kommen zum nächsten Thema. Und zwar habe ich heute vor einer gefühlten Stunde, ich weiß nicht genau wie lang es her ist, ein Call of Duty Advanced Warfare Gameplay erspielt, aufgenommen. Hab mir gedacht, ja, alles schön, DNA um 4 oder 5 Kills knapp, nicht erreicht. Aus dem eigenen dummen Fehler, ich bin nicht gestorben, aber ich habe keine Zeit mehr gehabt, die Runde war zu schnell vorbei, ich hätte es aber geschafft. Hätte ich nicht so einen dämlichen Fehler gemacht, das spielt jetzt aber auch gar keine Rolle. Denn das Gameplay war trotzdem krass und ich wollte es trotzdem hochladen, weil ich es ein richtig krasses Gameplay fand. Der Titel wäre dann gewesen DNA-Bomb? Fragezeichen. Und dann hättet ihr Spannung gehabt. Also das ist euch überlassen, ob ihr das spannend findet oder nicht. Auf jeden Fall ist das dann richtig dumm gelaufen. Denn ich nehme mit OBS auf und ich habe bei OBS eine falsche Einstellung drin gehabt. Man sieht ja die Vorschau, ich habe gehofft, das läuft alles perfekt, aber nein, die Aufnahme laggt, das habe ich auch gesehen. Ich habe aber gehofft, dass nachher das schlussendliche aufgenommene Video nicht laggt. Falsch gedacht, dumm gelaufen, es laggt. Gameplay ist futsch. Richtig beschissen, zwei dumme Fehler an einem Tag, also gravierende Fehler an einem Tag. Echt. Krasse Leistung. Krasse Leistung von mir. Richtig beschissen. Mich fuckt das richtig ab, dass ich dieses Video nicht habe hochladen können. Mein bisher bestes AW-Gameplay. Habt ihr das letzte schon gesehen? Eine 17er Gunstreak. Und jetzt. Ach Gott. Nein, nein. 25 oder 26. 4 oder 5 Kills vor der DNA-Bomb. Aber nein, ich schaff's natürlich nicht. Ja, gut. Ist jetzt auch nicht zu ändern.
Aber das wird auch, bedeutet auch, dass demnächst ein paar AW-Gameplays kommen werden, wenn ich dann, wenn jetzt das Minecraft-Gameplay im Hintergrund ist mit OBS aufgenommen nach diesem gravierenden Fehler und da hat alles funktioniert und das laggt nicht. Entweder liegt es am Spiel oder an der Einstellung, die ich da verändert habe. Ich hoffe, es liegt an der Einstellung, die ich da verändert habe. Denn dann werden ein paar Advanced Warfare Gameplays kommen. Und ich hoffe, die sind dann auch gut. Also, die werden dann gut sein. Aber ich hoffe dann, dass ich gut spiele und ich dann AW Gameplays hochladen kann. Gut, dann kämen wir auch schon zum letzten Thema. Und zwar, wenn ihr unten in die Videobeschreibung schaut, seht ihr ein paar Links. Einer dieser Links führt euch zu einem Twitch-Profile von Broaholic. Das ist unser persönlicher, also unser gemeinsamer Twitch-Account, auf dem wir aber nicht wirklich streamen im Moment. Aber ich habe das ausprobiert, es funktioniert. Ich habe im Moment aber noch nicht die Anmeldedaten für diesen Account. Die hat nämlich nur China, der hat den Account gemacht und ich habe vergessen zu fragen, ob er mir die geben kann. Darum habe ich mir letztens, grundsätzlich, weil auch mein eigener Account gehackt wurde, habe ich einen eigenen Account gemacht. Den Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Da werdet ihr einen neuen Avatar sehen. Ihr werdet auch bald ein neues Profilbild auf unserem Kanal sehen, denn ich habe meinen Avatar geändert. Und ich werde auch China noch fragen, ob er seinen Avatar ändern will oder überhaupt. Wir haben eigentlich gar keine Avatare, so wie ihr uns jetzt ohne Facecam sehen sollt. Auch wenn der Avatar von mir jetzt ein Affe ist, aber das ist egal. Auf jeden Fall sind wir das Einfachste, damit man sich so eine gewisse Person vorstellen kann, die hier gerade redet. Auch wenn das nicht wirklich eine Person ist, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall werde ich da demnächst mal vielleicht drauf streamen, muss ich mir noch überlegen, ob ich das machen will oder nicht und wann und ob ich Zeit habe oder ob ich Minecraft spielen will oder AW oder was auch immer. Und da muss ich das auch noch mit hier mit AW und mit OBS muss ich das noch richtig einstellen, damit auch alles funktioniert. Und das ist so das, was eigentlich, was ich jetzt ansprechen wollte. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr wissen wollt, was so ein SCUF-Controller ist, dann lasst doch eine positive Wertung da oder lasst es mich wissen mit einem Kommentar. Wenn ihr sonst irgendwas sagen wollt, mitteilen wollt, fragen wollt, schreibt es auch in die Kommentare. Wenn ihr mehr sehen wollt von uns, dann abonniert uns doch. Uns würde es freuen und dann würde ich sagen, ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Ciao.